Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen am Tage des Glücks zu unseren heutigen Handelsideen im Gold, im Australdollar, Neuseelanddollar und Euro-Japanischen Yen. Das die drei Charts mit dem Fokus für den heutigen Handelstag neben den vielen anderen Möglichkeiten, die uns die Märkte hier jeden Morgen dienen bzw. bieten. Ludger, einen schönen guten Morgen und auch alle anderen, die hier live zuschauen, wenn Sie mögen, bitte direkt in die Chats einstellen, hier auf GoToWebinar oder auch auf Facebook, welche Fragen Sie haben, welchen Wunschmarkt Sie gerne einmal analysiert haben möchten. Da kümmern wir uns direkt hier im Webinar drum. Bevor wir ins Webinar starten, wie jeden Morgen der Risikohinweis. Das bitte ich hier an dieser Stelle bitte wieder in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Börsenhandel ist halt wie jedes andere Handelsgeschäft nie ohne Risiken. Die Tagesnachrichten. Gestern hatten wir sehr, sehr interessante Nachrichten hier. Guten Morgen, Elena aus Deutschland. Wir hatten ja das Thema der Konjunkturerwartungen hier und die sind sehr, sehr positiv ausgefallen. Deswegen der DAX gestern wirklich mit einer super Performance hier gestartet und den ganzen Tag auch gehalten. Heute erst einmal ein bisschen Zurückhaltung. Aber es war einfach schön zu sehen, wie hier positive Nachrichten an den Märkten positiv aufgenommen werden. Die Tagesnachrichten für heute. Wir haben hier um 8 Uhr oder wir hatten um 8 Uhr den Erzeugerpreisindex. Der war hier prognostiziert mit 0,2, aktuell minus 0,1. Also hier der Index etwas zurückgegangen. Dann starten wir jetzt mal mit den Dingen, die im heutigen Handelsverlauf noch auf uns warten. Und zwar haben wir hier um 10.30 Uhr mit den höchsten Relevanzen beginnend aus Großbritannien den Verbraucherpreisindex. In den USA bekommen wir dann aufgrund der unterschiedlichen Sommer-Winterzeit hier zu Deutschland um 15.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände und dann ist heute wieder Tag der FED. Also wir bekommen hier den Zinsentscheid und die FOMC-Pressekonferenz. Das Ganze hier um 19 Uhr bzw. 19.30 Uhr. Also hier einmal die wichtigsten Daten aus Europa und den USA, inklusive Großbritannien. Und damit rein in die Charts. Ich hatte es ja gesagt, ein paar Währungen, zwei Stück und unser lieber Rohstoff Gold heute mal wieder auf der Uhr. Wir schauen zuerst in den Australdollar, Neuseelanddollar hier. Worauf ich mich jetzt in der Analyse hier auch beziehe, ist hier dieser momentan laufende Abwärtstrend. Wir hatten ja hier auch diesen tiefen Spike nach unten, der sich dann etwas nach oben entladen hat und dann sind die Märkte wieder runtergedreht, haben diesen Aufwärtstrend rausgenommen. Das heißt, der Taktgeber hier jetzt in diesem Bereich ist abwärts gerichtet und hier sehen wir aktuell die korrektive Phase und diese korrektive Phase ist in den letzten Tagen hier vom Tief unten bei 100, bei 1,02940 hochgelaufen in den Bereich rein hier, wo der Ausbruch geschehen ist. Das heißt, wo sich diese Trendbewegung über oder unter das alte Trendtief fortgesetzt hat. Wir sprechen hier ja von einem Abwärtstrend. Und das sind immer gerne Bereiche, wo der Markt ranläuft und dann wieder rumtritt. Genau das haben wir vorgestern und gestern auch gesehen. Vorgestern lief der Markt hier oben ran und hat genau hier in diesem Bereich etwas zurückgedreht. Am nächsten Tag, das heißt gestern, sind wir nochmal drüber, haben hier so eine Umhüllungskerze sowieso gemacht in diesem Bereich. Das heißt nochmal kurz oben drüber geschnuppert und dann Abverkauf des Vortageshochs runter. Umkehrkerze da. Wie geht es jetzt weiter? Das ist die Frage. Wie schon gesagt, wir sind ja übergeordnet in der Short-Richtung. Wir sehen auch hier diesen untergeordnet laufenden Abwärtstrend. Auch der ist in seiner Korrektur. Das, was wir hier sehen, haben wir im Stundenchart schön als Aufwärtstrend gesehen. Der ist gestern gebrochen worden. Jetzt läuft es so ein bisschen hoch. Das heißt, nach dem Berühren dieses Tagestiefs hier unten bei 1,03329 sind wir erst einmal wieder im Durchatmen, im Aufwärtsschub. Jetzt die Frage: Steigen wir oben drüber? Das heißt, sehen wir hier sozusagen untergeordnet die Aufwärtsdynamik, die sich weiter nach oben fortsetzt. Dann wäre es gut zu sehen, dass der Markt hier übers Tageshoch von gestern drüber läuft und sich dann auf nach oben bewegt.
bewegt. Nächste Anlaufpunkte wären hier die Marken um die 1,03917 bzw. hier 1,03975. Auf der Oberseite läuft der Markt unten drunter. Das heißt, laufen wir das Tagestief von heute wieder an. Das Tief von heute hatten wir bei 1,03299. Wenn wir drunter laufen, dann bestätigt sich der Bruch hier unter das avisierte Tagestief. Nächster Anlaufpunkt auf dem Weg zum aktuellen Trendtief bei 1,02940. Das wäre dann hier dieses Tagestief bei 1,03201. Und wir blicken wie immer einmal in den vom Tageschart in den Stundenchart hinein, hier etwas näher gezoomt, damit wir dieses ganze Konstrukt einmal sehen, wie der Markt hier hochgeschwungen ist, trendig nach oben. Das war die Korrektur der ersten Gegenbewegung. Da muss ich noch etwas mehr Historie rein. Das heißt, das war Trendbewegung. Das ist der ganze Aufwärtsschwung hier, sehen wir schön nach oben laufen. Und der wurde halt gestern durch diese Umhüllungskerze gebrochen. Jetzt laufen wir wieder hoch und jetzt kommt es halt tatsächlich drauf an, was passiert. Wiederaufnahme dieses Aufwärtstrends oder ein Umkippen. Michi, einen schönen guten Morgen. Dieses Marktes heißt also hier ein Schub nach unten. Dann hier, was wir sehen, die Gegenbewegung und dann vor diesem Hoch, was wir hier haben, das Rumdrehen wieder nach unten, das würde dann selbstredend dafür sprechen, dass das Signal von gestern deutlich bestätigt wird und wir hier mitten im Abwärtstrend in der Stunde in den Abwärtstrend des Tages laufen und dann stehen die Zeichen halt auf Richtung Trendfortsetzung auf Tagesbasis, nächster Anlaufpunkt dann in diesem Sinne des Trendhandels hier unten am Tief. Damit rüber zur nächsten Währung im Euro-japanischen Yen. Auch da den Blick wieder, wie immer, zuerst einmal in den Tageschart. Hier zoome ich auch nochmal etwas näher rein, weil interessant hier zu sehen, was passiert ist. Wir hatten vor ein paar Tagen diese hervorragende Umkehr aus der tiefen Korrektur miteinander besprochen. Hier war diese Hammerkerze entstanden direkt im Bereich der Unterstützung hier unten am Trendtief. Die Bestätigung lief, der Markt läuft schön nach oben. Im Sinne dieser Trendfortsetzung hier ist der nächste Anlaufpunkt, der planbare Anlaufpunkt, wenn sich der Trend fortsetzt, selbstredend hier oben das Trend hoch aktuell bei 127,496. Und auf dem Weg nach oben tut uns der Markt aktuell ein bisschen den Gefallen durchzuatmen. Und das ist schön, weil wir sehen da, hier sammelt sich der Markt auf hohem Niveau. Das sieht man schön im Seitwärtslauf der Stunde. Das Top oben um die Marke von ungefähr 126,7. Das Low dieser ganzen Geschichte 126,05. Da ist die Spanne aktuell, wo es hin und her geht. Aber wir sehen, die Dynamik geht momentan auch hier wieder eher nach oben als nach unten. Heißt also, diese Seitwärtsphase im Sinne einer korrektiven Phase über die Zeit, ja, 1, 2, 3, 4, 5 Tage sind wir gestiegen. Naja, wenn man dieses Hin und Her mitnimmt, 4 Tage gestiegen. Heißt also, wir haben jetzt mittlerweile 4 Tage Korrektur über die Seite. Das heißt, es ist viel, viel korrigiert worden vom Rahmen her, vom zeitlichen Rahmen her. Ein Schub nach oben würde bedeuten Bruch über die Oberseite, Auflösung des bullischen Korrekturmusters in die Richtung, wo es gehen soll. Nächste Anlaufpunkte dann hier, Tageshoch um die 126,935 und danach als nächste Anlaufmarke hier die 127,496. Wenn der Markt danach weiterhin Kraft hat, nach oben zu laufen, dann sehen wir schon, wie es weitergeht. Wir haben hier oben 2 Marken liegen, wo man ranlaufen könnte. Das heißt, wir haben hier 2 Widerstände liegen, wo auf alle Fälle erst einmal Potenzial da ist, ranzusteigen. Und je nachdem, ob wir an diesen Stellen dann Käufer oder Verkäufer sehen, geht es dann entweder weiter oben drüber oder aber etwas weiter nach unten. Das haben wir hier in diesem Bereich zu sehen. Also hier 2 Marken, 2 Staubereiche oben drüber. Ich nehme die auch gleich nochmal in Nummernschilder mit rein. Also das heißt hier um die Marke von 129,15 oder hier etwas oben drüber. Der nächste Punkt ganz grob hier, die 130,2. Das sind die Marken oben drüber, wenn es dann direkt rausgeht. Das wird die Zeit zeigen, kurzfristig auf alle Fälle einmal, wenn die Auflösung hier nach oben kommt, das Potenzial zunächst wenigstens bei Trendfortsetzung bis zum aktuellen Trendhoch. Mit Blick nach unten, das müssen wir ja auch immer mal so ein bisschen beleuchten, wenn so eine Seitwärtsphase doch nicht bullisch aufgelöst wird, dann müssen wir schauen, wo ganz unten drunter tiefer gehen. Bricht der Markt hier unter den Bereich der 126,05 durch, dann haben wir hier Tagestiefs liegen auf dem Weg nach unten. Das nächste wäre dann die 125,8.
7,6 bzw. hier die 125,453 Korrekturtief haben wir hier unten gesehen am Support bei 124,173. Das also hier die wichtigen Marken im Trendverlauf des Euro-japanischen Yen. Man sieht es auch in der Stunde hier sehr, sehr schön. Das ist das, was ich meine, diesen Seitwärtstrendverlauf. Das ist alles wirklich schick. Der Markt will hier hoch, er kontrahiert hier oben und der Bruch des Ganzen, wenn man das mal so sehen möchte, wir sind schon mal drüber gegangen. Jetzt geht es drunter. Wenn wir dann die Bestätigung bekommen, das ist halt auch schön, das kann ich hier an dieser Stelle gleich auch mal mit aufnehmen. Das heißt, die richtigen Schwünge, die man hier sieht, das wäre hier der Weg hier hin nach oben. Kleinen Augenblick, ich mache das mal noch grün. Den ersten Schwung, den sehen wir hier auch mit Unterschwüngen. Ich will hier nicht zu klein werden. Von der Seite her mache ich mal die Hauptschwünge. Das wäre jetzt das. Dann hätten wir hier den Schub nach unten, den hat es dann nach oben getragen. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist so ein bisschen Korrektur davon. Und wenn sich das Ganze dann nach oben fortsetzt, läuft es dann halt hier oben drüber. Und das heißt, vom Technischen her kann man halt sagen, an welcher Stelle setzt der Trend sich denn fort? Er setzt sich hier oben drüber fort. Das heißt, wenn wir hier drüber laufen, haben wir Bestätigung des Trendfortlaufs. Man weiß, wo man sich absichern kann im Verlauf des Ganzen und hat dann die Bestätigung, mit dem Tageschart nach oben schön reinzulaufen. Also das hier mit Blick in das Währungspaar Euro-Japanischer Yen und damit in die ja, Rohstoffrichtung hier heute mit Gold. Gold gestern auch gut performt, wobei man immer sagen muss, Gold hat halt jetzt erst einmal den Aufwärtstrend gebrochen. Das sieht man hier ganz, ganz klar. Wir sind eine ganze Zeit lang schön nach oben gelaufen. Hier das Ganze rausgenommen im Hoch bei 1.346 Dollar für die Feinunze. Danach hat sich hier ein Abwärtstrend gebildet. Dieser Abwärtstrend hat hier das Tief des vorhergehenden Aufwärtstrends gebrochen. Das heißt, rein aus technischer Sicht gesehen haben wir hier jetzt die Situation, dass wir einen Abwärtstrend haben, der richtungsweisend ist. Das, was wir hier sehen, ist ein Korrekturrückzug sozusagen. Das heißt, wir sind hier in der regressiven Phase zum abwärtsgerichteten Trend. Hier wurde wieder getestet, der Bereich um dieses Ausbruchslevel unter das Trendtief. Der Test hat kurz bestanden, wurde wieder abverkauft. Jetzt sind wir wieder hochgelaufen. Die Marke hier oben um das Hoch bei 1.311 US-Dollar für die Feinunze, der ist momentan hier bis jetzt zumindest in den letzten Tagen immer so das Limit gewesen. Das heißt, so richtig über die 1.310 Dollar wollte der Markt hier nicht raus. Haben wir gestern auch wieder gesehen. Wir sind hochgelaufen, brechen allerdings gleich wieder unten weg. Das heißt, was wir hier jetzt sehen, heißt, wir haben den Korrekturtrend weiter noch aufwärts gerichtet. Das ist völlig klar. Aber wir kommen hier oben nicht so richtig drüber. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, sind zwei Dinge. Schafft es der Markt doch oben drüber? Hier über das Hoch von 1.311 Punkte, dann haben wir kurzfristig erstmal den nächsten Anlaufpunkt hier an diesem Tageshoch bei 1.315 stehen. Nach oben hin haben wir noch ein paar Tagestiefs liegen. Aktuelle Korrektur hoch hier. Das letzte, das aktuell gültige, ist bei 1.333 US-Dollar für die Feinunze hier oben. Da haben wir mal so ein bisschen Entspannung, Hochbereich gehabt, bevor der Markt wieder rumgedreht ist. Ohne weiteres kann der Markt selbstredend dort hochlaufen. Aber man muss halt immer auch gewiss sein, man handelt hier gegen den übergeordneten Abwärtstrend. Der ist hier, das heißt, wenn wir hier oben immer wieder Schwäche sehen und der Markt verkauft immer weiter nach unten ab, dann haben wir halt die Situation, dass wir nach unten blicken müssen. Bricht der Markt hier um das Tagestief von gestern drunter, dann können wir uns auf den Unterseiten orientieren. Heißt halt hier nächstes Tagestief bei 1.298 Punkten hier im untergeordneten eingezeichneten Trend der Stunde, da können wir dann auch gleich mal reinschauen. Da haben wir das letzte Trendtief bei 1.292 Punkten. Das ist also dann die Anlaufstation nach unten, bricht das Ganze weg, läuft die Stunde dann auch wieder technisch in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends. Nächster Anlaufpunkt in diesem Bereich dann zur Fortsetzung des Abwärtstrends, die 1.280 US-Dollar-Marke, die wir hier definitiv auch haben. Und hier, wie versprochen, auch nochmal rein in den Stundenchart. Und im Stundenchart sehen wir halt, dass dieser korrektive Aufwärtstrend hier mittlerweile gebrochen wurde. Wir haben hier diesen Bereich liegen an dieser Stelle. Da ist der Trend gebrochen worden. Hier war das letzte Korrekturtief. Der schwingt so langsam runter, der Markt. Das heißt, wir bekommen hier das Zeichen, es geht nach unten. Das ist die Indikation für die Bestätigung der Signallage Short auf Tagesbasis. Das also zur Handelsidee hier
im Gold. Jetzt schaue ich noch mal in die Chats hinein, ob wir Fragen haben. Bitte auch nicht scheu sein. Ich weiß, hier schauen einige Zuschauerinnen und Zuschauer auch zu. Wenn jemand Fragen hat, bitte direkt mit reinposten. Ansonsten war es das für heute. Allen einen glücklichen und erfolgreichen Handelstag. Wir lesen und hören morgen wieder voneinander. Spätestens um 8 Uhr mache ich für Sie den Blog-Eintrag mit drei weiteren Handelsideen fertig und dann geht es um 8:30 Uhr wieder live in die tickenden Charts. Ich freue mich drauf. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.